Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ja, hallo? Ja, hallo. Herr Grob aus Hamburg. Spreche ich denn mit Herr Rakesh Dalsim? Ja, guten Tag. Ja, schön, dass ich Sie am Telefon habe. Ja. Ich melde mich bei Ihnen, da Sie doch im Internet an der Verlosung des Audi Q3 teilgenommen haben. Ist ja richtig, ne? Ja, ja. Ja, da darf ich Ihnen mitteilen, dass die Verlosung dafür in 14 Tagen stattfinden wird. Oh. Und da sind Sie mit im Lostopf, wofür ich Ihnen schon einmal ganz doll die Daumen drücken möchte. Oh. Ein bisschen Glück kann man da ja, denke ich, schon mal gebrauchen. Ja, ne? Ist das jetzt, bin ich bei Finale gekommen? Ja, genau. Sie sind bei der finalen Losung mit dabei. Ne? Oh. Da wird ja in 14 Tagen aus dem Lostopf gezogen und ja, derjenige, der ja gezogen wird, gewinnt. Ne? Und dafür drücke ich Ihnen schon mal ganz doll die Daumen. Ja, danke. Wir wollten uns hier als Hauptsponsor der Verlosung, Herr Dalsim, nochmal ja gerne für die Teilnahme in Form einer Dankeschön-Aktion, die aus zwei Teilen besteht, bedanken. Bedeutet, dass Sie sich da in dem ersten Teil ein Sachgeschenk aussuchen können? Ja. Wie zum Beispiel eine USB-Powerbank zum Aufladen des Handys für unterwegs. Oh. Oder auch ein Schraub- und Bitzer-Set vom Mannesmann, bestehend aus 122 Teilen. Welches der Geschenke kann ich denn da schon einmal für Sie zur Seite packen? Das habe ich jetzt schon gewonnen, ohne den Auto. Also das ist kein Gewinnspiel, das ist ein Sachgeschenk, das Sie unabhängig von der Verlosung bekommen können. Ne? Okay, okay. Das heißt also, egal, ob Sie den Audi gewinnen oder nicht. Ne? Das ist ja großartig. Wie viele Leute sind jetzt noch bei Finale gekommen? Sie sind unter den letzten 50, ne? Oh, so vielen anderen rausgeflogen. Oh, sehr gut. Da habe ich gute Chancen. Genau, der Meinung bin ich auch, ne? Oh, das ist ja großartig. Und eine Powerbank kann man bekommen? Eine Powerbank kann man kriegen, genau. Ja, ist aber auch ein Schraub- und Bitzer-Set von der Firma Mannesmann. Also mit den gängigsten Bit-Aufsätzen für Kreuzschlitz- und Sternschrauben mit dem Handdreher, wo man die Bit dann reinsetzen kann. Ne? Ja. Also alles schön sortiert, dass man es auch griffbereit hat, wenn man es dann benötigt. Ne? Ja, kann man das bei Akkuschraubung reinmachen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann mal eben kurz nachschauen. Ja, das wäre sehr freundlich, weil ich habe Akkuschraubung und dann kann ich ja nicht Handschraubung nehmen. Ja, da schaue ich mal eben kurz nach. Das ist kein Problem. Ja. Ich habe ja nicht immer alles im Kopf, ne? Ja, das hätte ja sein können, dass Sie mir sagen. Genau. Aber ich glaube, das ist für den Handschrauber. Ich schaue mal eben kurz nach, wenn ich es jetzt hier auf die Schnelle finde. Ja, ja, hier habe ich das. Ich schaue mal eben kurz nach. Ja. Ich glaube, die Bits sind nur für den Handschrauber, weniger für einen Akkuschrauber. Aber ich habe das auch schon mit Handschrauberwitz gemacht, dass ich die dann auch einfach beim Akkuschrauber mit reingesetzt habe. Das hat ja dann auch funktioniert. Deswegen, ne? Weil ihr meint Fragen, weil wir auch mal bei so Set von Euroshop kaufen, aber das war Scheiße Jack. Und wenn man jetzt kein Gutes bekommen, das ist sehr gut. Und genau. Wie viele Bits sind 100 Stück? Das sind 122, also 121. Also das ist, ich kann ja mal eben kurz nachgucken, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ne? So. Also, wir haben hier jede Menge Bits drin, wie ich hier sehen kann. Wie viele kann ich jetzt nicht zählen, aber es sind ja insgesamt 122 Teile. Dann hat man ja noch die Verlängerung für die Bits mit bei und den Schrauber an sich. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Und da sind ja alle gängigsten Längen drin. Von 1,5 mm bis 8 mm. Ne? Also alles dementsprechend vorhanden. Ne? Verschiedenen Größen von dem Bordkorb? Ja, auch in verschiedenen Größen. Ne? Können Sie mir da mal ein Foto schicken? Ein Foto kann ich leider nicht schicken, weil das eine telefonische Aktion von uns jetzt ist. Ja, okay. Da habe ich leider jetzt nichts da, was ich Ihnen so zuschicken kann. Ne? Da kann ich ja mal bei Dr. Google gucken. Wie heißt das Ding? Wie heißt denn Set denn bitte? Vom Mannesmann das Schraub- und Bitzer-Set. Ne? Ja, Schraub-Set. Warte mal. Mal gucken, ob kann man das finden. Wie viele Teile war das? 122 Teile. Ah, warte mal. 122. Nein, das habe ich gefunden. Warte mal. Das kann man das kostet 195 Euro bei Amazon. Genau, bei uns kriegen sie es kostenlos. Oh ne? Mein Gott, das wiegt 2 Kilogramm. Warte mal.
Da kann man jemand auch sehr gute Kundebewertung. Ja, Mannesmann ist ja auch eine Spitzenmarke, ne? Ja, ich habe nicht kennen. Da kann man bei, der Kunde schreibt, habe bei Akkuschraubung Gin reinmachen und das hat funktioniert. Das ist sehr gut. Ja, das ist doch super, ne? Und dann muss das ja schon Atom-Powerbank sein, wenn den besser sein. Was ist das für Powerbank? Also die Powerbank hat eine Leistungsstärke von 6600 mAh die Stunde, ne? Ja. Das ist also schon dementsprechend leistungsstark, damit kann man dann ja auch das Handy einmal bis zu komplett wieder aufladen, wenn der Akku leer sein sollte, ne? Ja, von welcher Firma ist das bitte? Die Firma kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, weil hier keine Firma mit beisteht, aber die ist von der Qualität schon ordentlich, ne? Ja, ist da vielleicht ein Logo, was Sie erkennen können? Nee, leider nicht. Oh, schade, schade, schade. Das ist sehr schade. Und da sind dann 122 Gebiete teilen. Oh mein Gott, da kann man alles zusammen und auseinanderbauen. Genau, richtig, ne? Weil ich habe schon länger, ist da auch so was ganz langen, weil bei meinem Nachbar, der hat schöne Rasenmäher, den möchte ich haben, aber der hat ein gutes Schloss bei Gartenlaube. Ach so. Ja, vielleicht kann man da ja was machen. Ja, ne, mit so einem Schraubumbitzer-Set geht das durchaus schon, ne? Sehr gut, sehr gut. Dann möchte ich, glaube ich, möchte ich den nennen. Hat er mal eine Garantie auf die Dinge, wenn das kaputt machen? Ja, 10 Jahre. 10 Jahre Garantie ist da drauf, ne? 10 Jahre? Oh, 10 Jahre Garantie ist da drauf, ne? Oh, das ist 10 Jahre Qualitätsgarantie heißt also, wenn da irgendwas mit ist, kriegen sie das natürlich ersetzt, ohne dass sie jetzt irgendwie befürchten müssen, dass sie da aus eigener Tasche was zahlen müssen, ja. Weil Qualitätsgarantie ist da natürlich mit bei, ne? Ja, das ist sehr gut. Dann, super, soll ich das Schraub- und Bitzer-Set mal für Sie notieren? Ja, wir können ja das erste Mal aufschreiben. Ich werde mal noch bei meinem Kopf Überlegungen machen, aber das ist, glaube ich, besser, weil wir haben schon eine Solar-Powerbank, wir das immer bei Terrasse-Fensterbank legen und dann ja. Strom haben. Okay, alles klar. Dann schreiben wir uns das Schraub- und Bitzer-Set mal auf, denn es gibt ja noch den zweiten Teil, Herr Dahlsim, der Aktion, der mit dazu gehört. Ne? Ja, ja. Besteht daraus, dass Sie da für einen kurzen Zeitraum von 12 Monaten und ohne eine Kündigungsfrist nach dieser Laufzeit ein Magazin Ihrer Wahl zur Probe lesen können. Das Ganze über diese Laufzeit zum vergünstigten Vorteilspreis. Da haben wir dann Auto, Handwerker, Rätsel oder auch Fernsehzeitung mit bei. Ist denn da was von den genannten Kategorien mit für Sie bei, was Sie da interessiert? Also wenn ich jetzt noch ein Zeitschriftgewinnung und ein Bitset-Gewinnung, vielleicht kann man bei Handwerk was machen. Wenn ich jetzt schon so einen Set habe, vielleicht kann ich noch was Tolles für Garten aufgebaut machen. Ja genau, wir haben ja hier die Hand- und Heimwerkerzeitschrift, die selbst ist der Mann, kommt monatlich heraus zum Einzelpreis für 3,80 Euro pro Ausgabe. Ja. Es ist so, Herr Dahlsim, dass wir unsere Magazine jetzt nicht im Laufe dieser 12 Monate einfach verschenken können. Daher würden Sie, die selbst ist der Mann, das Handwerkermagazin, vergünstigt über diese Zeit Probe lesen können. Ne? Ja. Im halben Jahr sind das dann 22,80 Euro. Heißt also, Sie bekommen da das Schraub- und Bitzer-Set natürlich noch mit dazu, was ja so schon mal ein klasse Gesamtpaket ist, ne? Ja, und was ist bei dem Magazin, wie oft einmal beim Monat kommen? Einmal im Monat kommt das, genau, pro Ausgabe 3,80 Euro und wir würden das hier alle 6 Monate für 22,80 Euro machen, ne? Ja, aber habe Sie gerade gesagt, es kommt einmal beim Monat? Jetzt? Einmal im Monat, genau, richtig. Ja, aber 6 Monate haben Sie gerade gesagt? Ja, wir würden das im Laufe der 6 Monate, also es ist ja insgesamt eine Gesamtlaufzeit von 12 Monaten. Ne? Ja, ja. In einem halben Jahr kostet die selbst ist der Mann nur 22,80 Euro. Das heißt, ich kann aber kurz nachgucken, wie viel das in einem gesamten Jahr ist. Da sind Sie aber deutlich günstiger dran, als wenn Sie das Mannesmann Schraub- und Bitzer-Set natürlich jetzt dementsprechend selbst kaufen würden. Ne? Haben Sie ja gesehen, wie viel das kostet. Ne? Ja, 200 Euro. Genau, und in einem gesamten Jahr sind wir bei der selbst ist der Mann bei 45,60 Euro. Das geht doch, ne? Ja, und wissen Sie, wie groß ist denn den Heften? Wie viele Seiten hat das ungefähr? Oder, Ich kann mal eben kurz nachgucken. Wie Mickey Mouse oder wie Otto-Katalog?
Nee, nicht wie Otto-Katalog. Man kann schon sagen, dass das so eine ganz normale Zeitschrift ist. Sie kennen ja vielleicht sowas wie die TV-Movie zum Beispiel, ne? Ja, das habe ich. Genau, so das ist so ungefähr in der Dicke, kann man sagen, ne? Oh, ist das auch von den Mannesmann-Leuten? Nee, das ist nicht von Mannesmann. Die selbst ist der Mann, die kommt von uns, ne? Also das ist das, was jetzt noch in das Paket mit reingehört, der Leseteil. Die selbst ist der Mann, ne? Ja. Und da Sie ja sagten, das geht bei Ihnen in Richtung Handwerk, wäre das doch schon mal echt gut. Ne? Ja, und Auto habe ich ja auch, habe ich ja gesagt. Auto haben wir, da haben wir aber nur noch jetzt die Classic Cars da. Die kommt monatlich zum Einzelpreis von 4,20 Euro pro Ausgabe. Ist also auch eine monatliche Zeitung. Ne? Ja. Genau, kommt zum Einzelpreis von 4,20 Euro und kostet 25,20 halbes Jahr, also alle 6 Monate. Ja, ne? Wenn Sie Classic Cars sagen, ist das mit von Auto von Weltkriegen? Es geht eher so um die älteren Autos wie Oldtimer und dergleichen. Ne? Ob da jetzt schon die ganz alten Autos auch mit bei sind, das habe ich jetzt nicht so im Kopf, weil ich sie selbst nicht lese. Ne? Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Zeitung. Ne? Ja, und das war es bei Auto? Das war es bei Auto, weil die Autozeitung an sich, die haben wir jetzt nicht mehr. Die Autozeitung wäre ja zu vergleichen mit der Automotor Sport. Ja? Die haben wir heute aber schon weg. Yes. Die kann ich Ihnen leider nicht mehr anbieten. Ne? Jetzt müssen wir ja noch eine Prüfung machen. Was haben Sie noch für Magazin, bitte? Wir haben noch eine Rätselzeitung, die macht mal Pause, 17 Seiten Rätselspaß. Ja. Wir haben eine Wohneinrichtungszeitung, die Wohnidee, ja, mit tollen Wohneinrichtungs- und Dekorationsideen. Ja. Ja. Wir haben aber auch für die Partnerin, für die Frau, noch ein paar Frauenmagazine da, sowas wie InTouch, Closer, Cosmopolitan, das neue Blatt, die neue Post, die Tina und die Bella. Ne? Das ist doch irgendwie immer der gleiche drin bei all den. Oder ich habe da als Mann, ich kann da keine Unterschiede sehen bei all den Frauensachen, oder was würden Sie sagen? Ja gut, ich als Mann kenne mich damit jetzt auch nicht aus, dementsprechend, also ich kann Ihnen so grob sagen, was da drin ist. Ja. InTouch und Closer ist eher so Klatsch und Tratsch aus der Promi-Welt mit den neuesten Informationen zu den Stars und Sternchen. Ne? Ja. Die Cosmopolitan ist eher so Mode, Fashion, Beauty, Beruf, Karriere und Partnerschaften und vieles andere mehr. Ne? Ja. Die MyWay ist zum Beispiel mit einem Zeit für mich Teil, ist auch so Mode, Fashion, Beauty für Frauen ab 40 zum Beispiel. Ja, ne? Das ist meine Frau zum Glück noch nicht geworden. Ach so, okay. Das neue schrecklich. Okay, das neue Blatt und die neue Post sind so Adelsmagazine. Da geht es um das Neueste aus den Königshäusern, okay, natürlich jetzt von den ganzen hochangesehenen Prinzen und so weiter, natürlich aber auch aus der Promi-Welt ein bisschen mit bei. Ne? Ja, wissen Sie, ist da von der indische König was drinnen? Bei der neuen Post und bei dem neuen Blatt kann auch was davon mit drin sein. Das ist von Ausgabe zu Ausgabe aber unterschiedlich. Ne? Ja, okay. Kann ich Ihnen jetzt so momentan nicht sagen, was in der aktuellen Ausgabe drin ist, aber neueste Informationen zu den Königshäusern findet man natürlich ja auch dann in solchen Zeitungen gerne. Ja, ne? Ist das nur von König oder auch von Diktator? Ich glaube, das ist nur von den Königen, ne? Von den Königen, Prinzen. Ne? Ja, weil ich schon lange ein Magazin suchen wegen Nordkorea. Haben Sie sowas? Nee, sowas habe ich jetzt speziell nicht da. Das ist ja schon sehr spezifisch. Ne? Ja, oder Politik? Ja, Politik habe ich jetzt in dem Bereich auch leider nichts da. Das wird dann dementsprechend gerade schwierig. Ne? Und ja, hätte ja vielleicht Spiegel oder sowas? Spiegel, auf den Spiegel, wenn wir den haben, den müssten wir führen, können Sie ab dem 4. Monat umsteigen, der Laufzeit, ne? Dann muss man Umsteigung machen. Genau, also wenn wir jetzt sagen, als Beispiel, ne, dass Sie jetzt die Handwerkerzeitung nehmen würden, ne, dann können Sie ab dem 4. Monat der 12 Monate umsteigen auf eine andere Zeitung Ihrer Wahl. Ne? Okay. Genau, und das ist doch super. Ne? Und wenn ich dann nach 4 Monaten eine den Spiegelmagazin machen, dann wieder 12 Monate oder? Genau, also es ist so, Sie steigen innerhalb dieser 12 Monate zum Beispiel auf den Spiegel um, ne? Ja, dann Spiegel, und ja, dann läuft das ganz normal bis zum 12. Monat weiter. Ne? Ja, das heißt also, es verlängert sich nicht nochmal, dass es dann wieder 12 Monate sind, sondern es läuft ganz normal die Laufzeit weiter. Ne? Ja, also wenn ich eine Umsteigung auf den Spiegel mache, dann kann ein Restart von den 12 Monaten kommen. Genau, richtig. Das läuft ganz normal weiter. Ne? Ja, okay. Und das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich mir nur überlegen, soll ich vielleicht für meine Frau was nehmen, aber die sowieso immer schon so viele Sachen lesen.
Ja, okay. Das ist ein Handwerking. Haben Sie den Magazin schon mal reingucken? Sind das gute Sachen da drinnen? Die Selbst ist der Mann habe ich mir selbst jetzt geholt für 12 Monate, weil ich mir vor kurzem ein Haus gekauft habe. Hat auch einen schönen Garten, ne? Einen schönen großen Garten. Ja. Und da sind tolle Ideen für Haus und Garten drin. Ne? Und gerade weil bei mir zu Hause in dem Haus da noch viel gemacht werden muss, hole ich mir natürlich daraus sehr nützliche Ideen. Also da sind schon echt klasse Sachen drin. Ne? Was haben Sie zum Beispiel da machen können? Was ich gemacht habe, das ist jetzt schon ein paar Monate her, Da habe ich jetzt, zum Beispiel die Idee für eine Kräuterschnecke zum Beispiel rausgeholt für den Garten, die ich jetzt angebaut habe. Kräuterschnecke, da legt man so, ich habe ja auch Gärtner gelernt, aber ich hatte vergessen, wie es geht, ne? Genau. Und da habe ich mir dann eben halt so Steine wie eine Schnecke eben halt gelegt, wie so ein Schneckenhaus, ne? Das dann innen drinnen mit Erde befüllt immer. Und dann habe ich da so Kräuter wie Baldrian oder auch natürlich Petersilie und Schnittlauch, auch Pfefferminze und so reingepflanzt, damit ich da immer die Kräuter frisch habe. Ne? Ja, da bin ich Experte mit Gartenbau. Experte würde ich sagen noch nicht. Dafür müsste ich noch ein paar Jahre als Gärtner arbeiten. Ja. Aber da gibt's schon sehr viele tolle nützliche Tipps drin auf jeden Fall, die mir dabei auch noch weiterhelfen. Wenn er selbst ist der Mann. Ne? Ja, vielleicht haben Sie ja ein wegen Gärtnung. Ich habe mir immer Kräuter kaufen, so kleine Kräuter bei Blumentopf machen und den immer kaputt gehen. Vielleicht können Sie mir sagen, was kann man besser machen? Ach so, das kann ich natürlich durchaus tun, nur so viel Zeit habe ich dafür nicht, dass ich Ihnen das jetzt schon sagen könnte. Ne? Ja. Ich habe nur ein begrenztes Pensum, was ich tatsächlich telefonieren kann. Ne? Ja. Genau. Wie gesagt, selbst ist der Mann ist eine Zeitschrift für Haus und Garten und auch wenn es da um Qualität von Töpfen oder so geht, ne, dann sind da auch nochmal tolle nützliche Tipps drin, ne, an denen man sich natürlich orientieren kann. Ne? Ja. Genau. Wollen wir dann erst einmal, bis Sie im 4. Monat umsteigen, auf den Spiegel zum Beispiel, dann die Selbst ist der Mann das Handwerkermagazin festhalten? Ja, Sie können mir einfach das Werkzeug Dingen schicken und das andere kann ich mir selber kaufen. Ach so, Sie meinen, die Selbst ist der Mann? Ja. Ach so, der Leseteil gehört ja zu dem Werkzeug mit dazu. Das gehört ja beides in das Paket mit rein, ne? Sie haben doch gesagt, ich habe zwei Sachen gewonnen. Na, ich sagte, Sie können zwei Sachen bekommen. Sie können einmal den Leseteil bekommen und einmal das Sachgeschenk. Oh. Die Verlosung an sich, die läuft ja noch, ne? Ja, aber sind Sie von der Veranstaltung von Gewinnspiel oder in den externen Mitarbeiter? Wir sind der Hauptsponsor der Verlosung. Ne? Das sagte ich ja aber auch zu Beginn, als ich die Aktion nochmal vorgestellt habe. Ja, ne? Ja. Genau, ne? Also, und wir sponsern das Ganze ja und ich sagte ja auch, dass Sie das unabhängig von der Verlosung bekommen können. Ne? Ja, und das ist richtig. Also wollen Sie mir unter Strich sagen, wollen Sie mir eigentlich nur ein Abo andrehen? Nee, ein Abo will ich Ihnen nicht andrehen. Ein Abo hat ja eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Die ist bei uns ja nicht gegeben. Das heißt also, in ein Abo kommen Sie bei uns nicht rein. Ja, dann ersetzen wir Abo durch Zeitschrift. Das heißt also, Sie können eine Zeitschrift kriegen, halt zu dem Sachgeschenk, zu dem Schraub- und Bitzer-Set dazu. Gehört beides miteinander in das Paket, aber eins alleine kann ich so nicht fertig machen. Ne? Gehört beides halt mit rein und bieten wir auch ohne, dass es Einfluss auf die Verlosung hat, an. Da entscheiden Sie selbst, ob Sie das möchten. Ne? Ja. Genau, Sie können ja ab dem 4. Monat auf den Spiegel umsteigen zum Beispiel. Ja, ein Darmspiegel. Möchten Sie mit mir eine Darmspiegelung machen? Eine Darmspiegelung nicht. Kennt ihr Leute Darmspiegelung bei mir zu Hause? Sollen wir das machen? Nee, Darmspiegelung ist jetzt nicht mein Fachgebiet, ne? Ja, aber das kann ich Ihnen zeigen. Bei Indien zu Hause wird immer üben. Jetzt kann ich bei Ihnen Anwendungen machen, wenn Sie wollen. Weil mit Narkose oder ohne? Narkose ist zu teuer. Sie können ein Raki trinken vorher. Das ist also ein Reiswein-Ding und dann ist alles in Ordnung. Und dann müssen Sie noch einen Vertrag unterschreiben und dann können wir machen. Nee, also eine Darmspiegelung brauche ich nicht. Meinen Darm geht's gut, ne? Ja, das können Sie doch gar nicht wissen. Das müssen wir doch kontrollieren. Na doch, das lasse ich ja regelmäßig überprüfen, ne? Ja, wie heißt denn der Doktor? Dann werde ich da den Unterlagenanforderungen machen und dann kann ich Kontrolle machen. Sind Sie vom Beruf aus Arzt, Herr Dahlsen? Nein, ich bin Clown.
Naja, die Unterlagen können Sie ja nicht so einfach beim Hausarzt anfordern, aber das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, Herr Dahlsim. Ja, ne? Die Frage ist jetzt nochmal von mir, weil ich das Gespräch jetzt gleich beenden muss, besteht das Interesse an der Handwerkerzeitung und dem Werkzeugkoffer? Den Koffer würde ich nehmen und meine Gegenfrage wäre, wie viele Leute kriegen Sie am Tag ein Abo andrehen oder eine Zeitung andrehen? Nee, eine Zeitung andrehen nicht, ich biete höchstens an. Das ist natürlich unterschiedlich, kommt ein bisschen drauf an, wie die Leute Interesse haben. Ja. Ne? Und wie viel schaffen Sie bei Tag? Genug, dass man Haus kaufen kann? Genug, dass man Haus kaufen kann. Ja, ich habe ja vorher schon gut verdient, ne? Und auch schon vorher Rücklagen gehabt. Ne? Ja, vielleicht sollte ich dann auch mal mit ehrlicher Arbeit aufhören und bei Callcenter anfangen. Naja, Sie entscheiden letztlich, ob Sie das jetzt unabhängig von der Verlosung möchten oder nicht, Herr Dahlsim. Ne? Wie war der Name von Ihrer Firma? Bauer Media Group aus Hamburg, ne? Ja, ich wohne in der Nähe von Hamburg, da kann man da ja mal hinkommen, weil die Frage ist ja, warum hat Ihre Firma Geschäftsbeziehungen mit Callcenter aus Türkei, den die Verlosung machen? Wieso Callcenter aus Türkei? Ja, den ganzen Gewinn spielen, das ist Kundendatenfang von Callcenter Connection aus Istanbul, da gibt es ganz viele Dokumentationen, wo das immer aufzeigen und Ihre Firma mit denen Kooperation machen, weil man da den Umfragen ausfüllen, da sage ich Ihnen, ja, ich lese gerne, dann drücke ich da auf Ja und dann werden Sie bei mir anrufen, weil wollen Sie mir Zeitungen verkaufen. Wie gesagt, das ist ein Angebot unabhängig von der Verlosung. Kann man nehmen, muss man aber nicht, ne? Ja, das habe ich ja verstanden, aber man kann doch nicht mit Kriminellen zusammenarbeiten. Das ist nicht in Ordnung. Wieso? Bezeichnen Sie mich jetzt gerade als kriminell, Herr Dahlsim? Nein, Sie, die, aber den Hersteller von dem Gewinnspiel, die dann doch nur Datenfang machen. Sie sind keine Kriminellen. Also, dann bin ich ja beruhigt, Herr Dahlsim. Dann ist ja alles gut. Dann ist alles in Ordnung. Aber ich frage, warum Ihre Firmen mit solchen Leuten Geschäfte machen? Du, das müssen Sie die Chefetage fragen. Ne? Ja. Also, kann ich mit Sie mal Verbindung bitte machen? Nee, das kann ich leider nicht. Die Möglichkeit besteht für mich nicht. Ne? Die Funktion habe ich nicht. Das ist sehr schade. Haben Sie eigentlich auch bei Sie Gesprächsaufnahme zur Qualitätssicherung? Machen Sie sowas? Können wir machen, müssen wir aber nicht. Entscheidet jeder immer selbst. Ne? Also momentan wird nicht aufgezeichnet. Ne? Nick, wie ist es dann? Müssen Sie dann auch Einverständnis machen? Ja, das wird dann ja vorher abgefragt, ne? Ja, und haben Sie den gegeben dann? Inwiefern gegeben? Ja, wenn den Aufzeichnung machen? Also, die einen ja, die anderen nein. Wenn Einverständnis gegeben wurde, wird aufgezeichnet zur Qualitätssicherung natürlich. Ja, ja. Und wenn das Einverständnis nicht gegeben wird, wird natürlich nicht aufgezeichnet. Das ist natürlich klar, ne? Ja, das wird klar. Und haben Sie den in Ordnung gegeben, Sie selber? Ja. Okay. Ne? Also ich sag mal so, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten jetzt momentan nichts von den Sachen haben, weil beides nur zusammengeht, dann müsste ich das Gespräch jetzt an dieser Stelle leider auch beenden, weil ich muss weiterarbeiten. Ja, ne? So nett das Gespräch mit Ihnen auch ist, Herr Dahlsim. Ne? Ja, ich kann das verstehen, weil ich muss auch noch weiterarbeiten, ich muss noch den Audio-Editing machen, ich muss noch Videobearbeitung machen, ich bin in IT-Branchen zu arbeiten und dann muss ich noch weitermachen. Also können wir dann verbleiben und dann können wir den Darmspülung machen. Ja, ne? Wann sollen wir Termin machen? Bei welcher Krankenkasse sind Sie bitte? Nee, Darmspiegelung brauche ich nicht, Herr Dahlsim. Ist doch alles okay. Ja, das wissen Sie erst, wenn wir Kontrolle machen. Ja, nee, das brauche ich momentan aber nicht. Ich bin körperlich topfit, ne? Ja, aber das ist manchmal, das kann kommen von heute auf morgen. Ja, das kann kommen, muss aber nicht. Herr Dahlsim, so gerne... Wir haben so Spreizzangen und dann kann man Kontrolle machen. Herr Dahlsim, so gerne ich mich mit Ihnen auch unterhalte, ich muss jetzt leider weiterarbeiten. Ne? Ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Wie lange müssen Sie arbeiten? Ich muss heute noch lange arbeiten. Ne? Wie lange denn kann man bei Ihnen... Ja, ich bin jetzt noch bis 19 Uhr da. Ne? Ja, das ist ja absehbar. Genau, so, ich muss jetzt leider auflegen, Herr Dahlsim. Ja, bitte denken Sie bei Ihrer nächsten Darmspiegelung an mich. Ja, denke ich, natürlich. Ja, ne? Sehr gut, dann auf Wiederhören. Jo, auf Wiederhören. Ne? Tschüssi. Jo, tschüss.